Hallo liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern. Willkommen im Biozimmer des Julius Motteler Gymnasiums und willkommen zu unseren Experimenten rund ums Ei. Lasst uns loslegen. Fangen wir mit unserem ersten Experiment an. Was hält ein Ei aus? Dafür brauchen wir 2 gekochte Eier. Bücher. Die gekochten Eier werden mit einem Klebestreifen markiert und in 2 Hälften geschnitten. Der Klebestreifen dient dazu, dass die Schnittkante möglichst gerade ist. Für unser Experiment legen wir die 4 Hälften an 4 Punkte auf, sodass sie ein Rechteck aufspannen. Jetzt legen wir nach und nach mehr Bücher auf die Eier, um zu gucken, was sie aushalten. Man sieht also, dass Eierschalen sehr viel Gewicht aushalten. Das war's mit unserem ersten Experiment. Für unser zweites Experiment, kann ich das essen, benötigen wir ein Becherglas. Dieses füllen wir mit Wasser. Außerdem benötigen wir 2 rohe Eier. Bei unserem Experiment wollen wir schauen, ob die Eier noch gut sind oder nicht. Dafür legen wir die Eier nacheinander in das Becherglas. Dieses Ei liegt auf dem Boden, das heißt, das Ei ist noch sehr frisch. Im Gegensatz zu dem braunen Ei schwimmt das weiße Ei oben. Das heißt, es ist nicht mehr genießbar. Hier sehen wir nochmal beide Eier gleichzeitig im Vergleich. Das war's auch schon mit unserem zweiten Experiment. Nun kommen wir auch schon zum dritten Experiment. Kann ich das löffeln? Dafür benötigen wir 2 Eier. Hier wollen wir herausfinden, ob das Ei gekocht oder roh ist. Nun drehen wir beide und stoppen sie mit der Hand. Das rohe Ei wird sich nach dem Stoppen immer noch weiter drehen. Das liegt daran, dass das Innere flüssig ist und sich somit durch die Rotation immer noch in Bewegung befindet. Das heißt, es gibt keinen Schwerpunkt und das Ei dreht sich weiter. Das gekochte Ei hingegen ist im Inneren fest. Somit hat es einen Schwerpunkt und bleibt nach dem Anhalten liegen. Das war's mit unserem dritten Experiment. Kommen wir zu unserem vierten Experiment. Das Gummiei. Was ist denn da passiert? Wir brauchen Essig, ein rohes Ei und ein Glas. Jetzt füllen wir den Essig in das Glas. Wir haben hier Apfelessig, ihr könnt aber auch einfach ganz normalen Essig nehmen. Jetzt legen wir das Ei hinein und sehen, wie sich die Schale langsam auflöst. Hier sieht man einmal, wie die Blubberbläschen aufsteigen. Das bedeutet, dass sich die Kalkschale des Eis durch die Essigsäure, die sich im Essig befindet, auflöst. Da es zu lange dauern würde, bis sich die Schale endgültig auflöst, haben wir schon mal vorgearbeitet. Hier haben wir ein Ei, das schon 24 Stunden in Essig eingelegt ist. Man kann deutlich erkennen, dass sich die Schale bereits aufgelöst hat. Es ist eine Art Gummiei entstanden. Das heißt, wir können dieses Ei sogar als Flummi benutzen. Das war's auch schon mit unserem vierten Experiment. Unser letztes Experiment könnt ihr sogar zu Hause mitmachen. Das Experiment heißt das Kolumbusei. Wir benötigen ein gekochtes Ei. Probieren wir einmal aus, ob das Ei alleine steht. Wie wir sehen, steht es nicht. Es rollt weg. Um das Ei zum Stehen zu bringen, brauchen wir jetzt eine geheime Zutat, und zwar Salz. Lasst uns etwas Salz auf den Tisch streuen. Formen wir das Salz zu einem Häufchen und stellen das Ei darauf. Mal schauen, ob es steht.
Wir sehen, es steht wie eine 1. Nehmen wir nun etwas Salz weg und gucken, ob das Ei immer noch steht. Wie wir sehen, steht es noch. Wie wir sehen, steht das Ei auch noch mit nur ganz wenig Salz. Eine Meisterleistung wäre es jetzt, das Ei auf nur 3 Salzkörner zum Stehen zu bringen. Das haben wir leider nicht geschafft, aber vielleicht schafft ihr es ja zu Hause mit euren Eltern zusammen. Das waren unsere Experimente rund ums Ei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir wünschen euch noch einen schönen Tag